heute entspannt, ne? Und jetzt? Wie lange hält sowas? Ey, du bist komplett durch, aber im Positiven. Muss ich kurz wach machen? Da sind wir! Servus, Freunde! Moin. Was geht ab? Ja, was machen wir heute? Wir sind heute auf dem Weg zum Bilsterberg. Was genau uns erwartet, weiß ich selber auch noch nicht. Keine Ahnung. Mir wurde gesagt, da ist Essen frei. Also, warte jetzt, wir müssen jetzt erstmal rechts abbiegen. Also, Dennis habe ich eigentlich nur gesagt, da ist Essen frei, damit habe ich ihn schon gepackt, weil mitfahren will der sowieso nicht, weil ihn dann immer übel wird. Schwierig. Ich weiß ehrlich gesagt nicht genau, was das heute für ein Tag wird. Ich erkläre euch kurz mal. Vor, wann war mein Junggesellenabschied? Das ist schon ein paar Wochen her, ne? Ja, ja, ungefähr vor einem Monat hat der Philipp Kells mir eine Sprachnachricht gemacht und hat gesagt, das Dings ist. Er ist nicht schlimm. Solange du auf uns drauf filmst, ist alles gut. Hat der Philipp Kells mir eine Sprachnachricht gemacht und gesagt, ey Tom, ich habe eine Freigabe, ich krieg den Bilster Berg. Ich würde gerne ein paar Leute von YouTube einladen, Autoleute, Gaming-Leute, alle möglichen, also die so ein bisschen YouTube-Videos hochladen. Hast du Bock zu kommen? Einfach einen geilen Tag, ein bisschen quatschen, ein bisschen fahren. Hab ich gesagt, ja klar, why not, ne? Immer. Immer dabei, umsonst Bilster Berg fahren bist du. Nee, und deswegen sind wir da jetzt auf dem Weg. Wie gesagt, ich weiß nicht genau, was uns erwartet. Wir können auf jeden Fall frei fahren. Ich werde mal ein paar Leute mitnehmen und euch nehme ich jetzt so komplett mit, dachte ich mir den Tag. Ich nehme auch ein paar Leute mit. Ja, Dennis nimmt auf jeden Fall auch ein paar Leute mit. Wir fahren auf jeden Fall mal eine Runde mit Philipp seinem X-Bow, oder? Krankes Teil, sagst du? Ja, ist auf jeden Fall witzig, ne? Bist du auf X-Bow gefahren? Nein, da saß auch noch nie in einem drin. Ja, dann fahren wir auf jeden Fall mal eine Runde, weil es wirklich mega witzig. Ja, und dann gucken wir mal, was uns so erwartet. Wir sind gegen Mittag da, also 12 Uhr fängt die ganze Nummer an. Du kommst ja nicht an das Ding um, ne? Und machst die ganze Zeit Störung. Nein, nur einmal. Okay, schauen wir mal, was uns so erwartet. Wer so da ist, wen man so kennt. Also ich muss ehrlich sagen, ich bin nicht so versiert, was YouTube angeht, weil ich dadurch, dass ich aktuell sehr wenig Zeit habe, selber gar kein YouTube mehr gucke. Dennis guckt aber viel YouTube, oder Dennis? Manchmal so, manchmal so. Manchmal so, manchmal so. Weil ja, der hat nämlich sehr viel Zeit, weil der ist ja Fliesenleger und die haben immer sehr viel Zeit. Selbstständiger Fliesenleger, ich habe enorm viel Zeit. Ja, und jetzt gucken wir mal. Fahren wir da jetzt hin. Wetter ist heute echt mal wieder okay. Boah, Junge, mein Arm wird taub, ey. Boah, ey, Junge. Jeden Tag Training und kann ihm mal so eine GoPro 3 Minuten hochhalten, ey. Alter. Junge. Ja, deswegen fahren wir jetzt los. Sind wir gleich da. Wie lange fahren wir noch? Stunde? 49 Minuten. Schwierig. Also. So, wir haben es geschafft. Jetzt guckst du da schon wieder. Ja, hier, Fliesenlegermeister Johannes. Ja, Fliesenlegermeister Johannes. Naja, guck, die Konkurrenz. So, wir haben es geschafft, wir sind da. Das Wetter ist sehr schlecht gerade, es regnet zwar nicht, aber es ist total bewölkt. Antli sollte heute die Sonne... 14,5 Grad. Echt, ich habe keine Jacke mitgenommen, kurz Hose, weil ich dachte, boah, es wird so warm in der Sonne. Verlass dich drauf, ne? Wie warm wird es eigentlich? Mega. Die Scheibe ist auch voller Harz, sieht aus wie Regen die ganze Zeit, aber ich kann ja Scheibenwischwasch nicht anmachen, wegen Auto. Ja. Dann wird der M3 mal richtig sauber, wenn du das anmachst. Ich habe den gewaschen heute. Ich habe heute gewaschen. Schon ein paar Leute hier, alle wieder mit heftig professioneller Kamera am Start, aber ich habe auch Kamera mitgebracht, damit Dennis hier halten kann, nur damit wir professionell aussehen. Der Dennis? Guck, alle mit professioneller Kamera. Ich habe auch schon gesagt, ich habe auch Kamera mitgenommen, nur damit wir professionell aussehen. Muss es nur halten, muss es nur gleich rumlaufen hinter mir. Film hier mit, weil das stabilisiert besser. Aber mega. Ja, ich finde, das sieht auch sehr professionell aus. Ja, finde ich auch. Guck mal, ist da auch Mikrofon dran und so, ne? Ja, perfekt. Mitgelegt. Auf was freust du dich am meisten? Die Busfahrt. Busfahrt über den Bilsterberg. Wir haben abgeladen. Kennt ihr den? Komm, wir sagen dem Hallo. Wir gehen da hin jetzt und reden mit dem. Kennt ihr den? Nee, ne, ich auch nicht. Bist du dieser Thomas Schütze oder wie war das nochmal? Kann ich ein Autogramm haben? Kannst du es bitte nicht so laut sagen? Hat der nicht schon die Nordschleife gesehen vorne irgendwo? Quatsch. War das der? Ja, ne? Bullshit. Oh, das ist das erste Mal auf der Straße. Was habe ich auch sowas auf kommt. Der Rennstrecke, ne? Ja. Schön. Dreher im Karussell. Muss man auch erstmal schaffen. Muss man erstmal hinkriegen, ne? Sich im Karussell zu drehen. Aber Kevin, mein Kumpel, hat genau das gleiche Auto. Ersten Tag, wo er den hatte, im Karussell eingeplankt oben. Total schade. Von also, unten rausgefahren nach oben? Von unten rausgefahren nach oben in die Leitplanke reingeschwungen. Dann kannst du gleich loslassen, weil das bringt dir nichts mehr. Genau, dann war sofort Feierabend. Ansonsten war es das SMG, ne? Natürlich. Schaltet das noch oder rutschen die Gänge ab und zu schon mal? Das geht schon. Ist der aus Japan? Rostfrei.
Geil. 6 Milliarden Betriebsstunden. Jetzt erstmal hinten härter stellen, ich hab's natürlich vergessen. Was sagst du? Finde ich gut. Hast du schon gegessen? Nee. Jetzt pumpen wir mal hoch und drehen mal hier zu, das Ding. Ich habe das Fahrwerk noch härter jetzt gedreht hinten, wegen meiner Tankentlüftung. Ich hatte ein bisschen Schiss, dass sie mir komplett wegschleift. Vorne habe ich jetzt so gelassen. Ich bin jetzt, nehme das ja auch nicht so genau. Alle anderen würden Fahrwerk vorne auch verstellen, ich habe nur hinten verstellt. Passt jetzt gar nicht mehr, ist jetzt krumm alles. Fährt komplett beschissen. Fährt komplett scheiße jetzt. Na egal. Auf jeden Fall ein paar gute Fahrzeuge hier, muss man sagen. Der sieht sehr geil aus. Ob das tracktauglich ist, das müssen wir dann sehen. Aber auf jeden Fall optisch richtig geil. Sag mal, habt ihr eigentlich schon mal Leute so schönen Aufkleber gesehen? Wie ich den aufgeklebt habe, kann ich das machen. Ja, der andere, den hast du aufgeklebt, ne? Ja, ist klar. Was ist hier vorne eigentlich passiert für ein Unglück? Mach mal, hast du keinen. Keine. Lackstift, oder? Hier ist überall Kleberriss. Ja, hier sind ein paar Blasen. Oh, warte, die können wir auch noch rausdrücken hier. Naja, egal. Fährst du oder eigentlich X-Bow und ich fahre M3? Man, ey. Soll das heute die letzte Fahrt von dem Auto sein, oder? Ja, lang, alt genug die Karre, oder? Langsam reicht's. Sagst du, Luftdruck passt überall, oder? 1,3 Bar. Ich bin noch nie so unvorbereitet irgendwo hingekommen. Ne? Vor allem ist das Ding hier nicht getuned, das ist vom Timo. Du musst die ganze Zeit drücken. So, jetzt machen wir eine Busfahrt. Über den Bilsterberg. Habe ich auch noch nie gemacht. Oh, was Neues. Wir fahren alles raus. Alles raus. Was passiert gerade hinter mir? Nicht, dass da plötzlich so ein riesen Flieger ankommt. Wir haben fertig und dann mal richtig schnell alles raus. Und dass da eben nichts passiert. Also Gruppe hässlich auch und du hier. So, der Moment, dass wir die Sonnenbrille rausholen, endlich. Endlich ist dafür haben wir sie mitgenommen. Dafür jetzt fange ich wieder an zu schwitzen. Kurze Hose, ja. Warm, hast du jetzt mal eine kurze Hose mitgenommen, ne? Sehr gut. So, wir haben unsere Busrunde gerade erfolgreich beendet. Haben sich schon ein paar Leute für Taxifahrten heute angemeldet bei mir. Komplett heute alles raus. Ich glaube, wir fahren alles raus heute. Heute wird es komplett werden. Gleich ist, glaube ich, was ist gleich? Warmfahren erstmal, ne? Mhm. Geführtes Fahren? Geführtes Warmfahren. Geführtes Warmfahren. Können wir die Reifen erstmal anfangen. Und ich werde gefühlt gleich erstmal einen Burger essen. Ja, und dann eine Runde mitfahren. Perfekt. Wir fahren jetzt hier drauf. Gucken wir mal. Luftprüfer habe ich hier. Ich muss mal meinen Helm erstmal rausnehmen. Boah, Sonne blendet, aber nur ein bisschen. Helm rausnehmen, weil den brauche ich jetzt auf der Warmfahrrunde nicht. Wir stehen im Pit. Schön warm auf jeden Fall, oder? Was sagst du? Ich geh so kaputt. Beste Leben einfach, ey. Vor allen Dingen, du bist noch im Schatten. Ich krieg voll die Sonne ab. Ach komm, heul leise, Chantal, Alter. Keine Klimaanlage. Norman! Mach bitte die Klimaanlage wieder rein. Bitte. Bau sie wieder ein. Ich hab hier Lüfter. Kommt nichts raus. Nur hier. Ja, perfekt, ey. Lass noch mal warm laufen in den Hobel. Können wir ausscheiden. Es dauert bestimmt eh noch 20 Minuten, bis wir hier fahren. Was ist das überhaupt? Wart. Ja, was ist das hier? Was geht da hinten? Nein, sag mal. Dass du Hobby-Schuhmacher das nicht kennst, ist mir schon klar. Oh, brennt schon, Alter. Moin. Dieselpartikelfilter ist von gestern, ne? So ein Lotus ist bestimmt auch wild zu fahren. Ansonsten strahlender Sonnenschein, bestes Wetter. Wir können jetzt erstmal hier gucken. Das hier der Chef, da muss man aufpassen. Bei dem muss man sehr aufpassen. Haben Sie Ihren Blinker schon geprüft, ob der geht und die Lichthupe? Die Lichthupe geht. Ah, super. Geht, danke. Letztes Mal einen Anschluss gekriegt, weil ich Lichthupe gemacht habe. Ist doch völlig legitim, dass man Lichthupe macht, oder? Spaß, hier fahr ich mal. Ich wollte gerade. Oh nein. Aber ich muss mich unterwegs nehme ich an. Muss ein Schatten. Ja, ist recht, ja. So, erst ein paar Warmfahrt, Runden gerade gedreht, rote Flagge schon. Oh, ja gut, bei so vielen Leuten, die jetzt nie auf der Rennstrecke gefahren sind, Übermut tut selten gut, ne? Also, ist halt so. Vielleicht ist auch einer viel zu laut und fährt nicht raus, dann machen die auch gerne mal die rote Flagge, weil er ist, ich sag mal, der ist auch neu und hat nicht gesehen, dass rot ist. Gibt's auch auf jeden Fall. Mal schauen, Wetter ist perfekt, Auto fährt richtig geil gerade. Schock auch richtig geil. Mal sehen. Wir fahren jetzt raus und gucken mal, was los ist, ne? Was Phase ist. Wie sagst du, ohne Helm ist auch mal geil, aber saulaut, ne? Sehr laut. Also aber ich bin ja immer noch der Meinung, ohne Helm in so einem Auto ist für die Seitenscheibe scheiße. Aber sonst, du kommst ja nirgendwo dran. Also du bist ja in den Gurten drin, wo willst du bei einem Unfall gegenkommen? Zum Beispiel, ich hatte mal einen sehr schweren Unfall hinter mir auf der Nordscheibe, der Kollege hatte auch keinen Helm. Und die sagten ihm, ohne Helm wäre für ihn wahrscheinlich sogar besser, damit sein Kopf nicht durch die Gegend geflogen ist, seitlich, weil da hilft doch dein Hans nichts. Naja, wir fahren jetzt mal raus und gucken mal. Wenigstens keiner abgeflogen. Achso, ja, kannst du haben. Danke, bitteschön. Wir haben noch Luft gemacht zum zweiten jetzt und dann gucken wir mal, wann es gleich weitergeht, ob es weitergeht. Auch wildes Ding hier, ne? Auf Slicks GDR. Aber jetzt glaube ich Serienleistung. Ne, 56 PS Software drauf. Aber schon wild. Jetzt geht es erstmal auf die Strecke. Aber heute entspannt, ne?
Ja. Keine Zahlenmessung, ganz entspanntes, komplettes Rausgehacke. Das, dieses Eskalieren, das kann ich halt auch nicht ab, ne? In deinem Alter geht das auch nicht mehr, ne? Fahren wir mal drauf und dann nehme ich euch gleich auf eine Runde Helmkamera mit. Geil, sieht halt innen drinne komplett Stock aus, ne? Da sind wir jetzt immer auf 1000 PS gespannt. Kann losgehen? Kann losgehen. Gleich wieder zurück. Wir sind gleich wieder zurück. Hoffentlich, ey. Wirklich 1000 PS? 1000. Also wir sitzen in dem denkbar schlechtesten Auto für die Rennstrecke. Ja, ja.
VR6 vorne, Frontantrieb, Riesenlader, passiert Sekunden. 95% des Gewichts vorne. So. Also passiert wirklich elendig lange gar nichts. Und dann passiert ganz, ganz schnell ganz viel, ne? Ja, genau. Wir haben Dockgetriebe. Ja. Was war denn das schnellste? 950 PS GTR bin ich mal selber gefahren. Also wirklich, können wir hier jetzt nicht fahren. Vom Gefühl her, das ekligste, was ich selber immer fahre. Weil ab 200 macht das Ding so Meter. Ja, ja. Aber am Ende auch so unruhig, ne? So, das geht eigentlich. Also das unruhig, finde ich, geht immer. Aber das Ding macht halt richtig Meter. Was fährt das 100-200? 100-200 bin ich 5-2 gefahren. Natürlich, ich habe keine Ahnung bei dem VR6, wie das so mit Mülldruck und so ist, mit dem Kurve fahren und so. Dann müssen Scheiben ja. Ja. Mach mal Klimaanlage an, ne? Gerade verzahntes Getriebe. Ja, aber geil, ja, richtig geil. So, also auf 2000 Drehungen, ich gebe jetzt Vollgas. Was Vollgas? Ganz Zeit Vollgas. Ganz Zeit Vollgas, Vollgas, Vollgas. Der kommt noch nicht mal vor der Kurve jetzt. Boah! So, da würde er es. Wurde erst kommen. Aber krass, wie lange ist das? Vorne. Meinst du, die Räder drehen eigentlich ein bisschen durch? Boah. Und den habe ich schon runtergetaktet. Der ist schon runtergetaktet. Das waren jetzt zweite Gang, vielleicht ein Bar. Mehr ist das nicht. Wie viel dreht der? Nur so 8,5. Fünfte schon mal. Ist halt krass, wie lange nichts kommt und was dann auf einmal passiert, ne? Und das war wirklich nur nichts. Jetzt bin ich auf die Gerade gespannt. Dritte Gang? Ja. Das war jetzt dritte, ne? Ist schon crazy, ne? Ja, pass auf, Hans, ich brauch nicht kuppeln. Kann mir nicht kannst du durchziehen? Kann ich ihn einfach so durchziehen. Zweite Gang. Aber auch mit dem Gang durchziehen, das tut aber auch in der Seele weh, ne? Ja, das ist ja wirklich durchziehen jetzt mal. Beide Renngetriebe, ne? Boah, das ist aber krass, was auf einmal passiert, sobald die Räder vorne. Ja, also der ist von Gang zu Gang krass abgeschüttet. Also das wird dann wirklich von Gang zu Gang, kriegt er mehr Ladung, ne? Und das ist jetzt vierte Gang, sind so 2 Bar, 5. Gang macht er 3 Bar. Da scheißt du, ja, da scheißt du dir so in die Hose. Geil. Du kannst halt null mit dem Fuß regeln. Du kannst auch einfach nur Vollgas geben, der dreht dann den Begrenzer und irgendwann. Der wird halt natürlich auch von der Temperatur her zu warm. Ja. Jetzt ist er nämlich auch schon, das ist nämlich gut. Ich habe das so programmiert, das habe ich eben gerade schon gesehen, dass der, wenn der zu warm wird, macht er weg, Gas weg. Okay. Also ich kann ihn gar nicht kaputt fahren. Ja. Wie lange hält sowas? Mit sehr ehrlicher Antwort. Ja. Also die VR6 Motoren sind aber das quasi kann jetzt schon jederzeit kaputt gehen, oder? Ja, klar. Perfekt. Also die VR6 Motoren sind schon dankbar, die können schon viel. Ja. Aber klar, man müsste es eigentlich noch weiter drosseln. Thank you.
jemand mit Emotionen auf dem Beifahrersitz. Ja, ich sehe das doch so spannend, Thomas. Junge, mein Arm, ich hab Muskeln, gar nicht tot und jetzt schon. So, schon viel gefahren, viele Leute mitgenommen. Ich muss gleich mal noch ein bisschen Helmaufnahmen machen für euch, damit ich euch auch ein bisschen noch mitnehmen kann, mehr auf die Strecke. Ich mache jetzt mit der Lisa ein Video. Die hatte gefragt, ob sie mir mal ein Auto vorstellen kann. Ich sage, na klar, immer. Dann fahren wir gleich eine Runde. Jetzt ist gerade Pause, weil die gerade Video- und Filmaufnahmen drehen. Genau. Und dann geht es gleich weiter. Bis 20 Uhr haben wir die Strecke heute. Ein Tag geht zu Ende. Hektischer Tag, oder? Für dich ja mehr als für mich. Ja, für Dennis immer nicht. Komm mal nur auf den Sprung. Ich war nur auf dem Sprung, von A nach B. Aber viele Leute mitgenommen. Wie viele Leute haben wir mitgenommen? Boah, viele Leute. Oder? 20. Ja, auf jeden Fall viele. Gerade noch eine Runde X-Bow gefahren. Er ist natürlich jung geworden. Dann steigst du von meinem Auto in den X-Bow rein. Junge, kein Bremskraftverstärker, kein ABS. Dann fährst du auf die Kurve zu, trittst in die Bremse rein und denkst dir so, Junge, wo ist eigentlich die Bremse? Ja, das kurze Stück, was wir hier über das Gelände gefahren sind, war cool gerade. Ja, wir müssen mal irgendwann hier Wilsterberg mal hinten fahren. Aber der kriegt ABS-Nachrüstung jetzt, dann kann man da richtig mit hacken. Also ist schon komisch, ne? Man fährt auf die Kurve zu, du weißt nicht, wann blockieren die Räder. Aber Auto heile, Auto gut gelaufen wieder heute, wie immer. M3 läuft immer gut. Und jetzt fahren wir schön nach Hause. Ich habe hier noch von Kumpel Max irgendwelche M-Felgen. Obwohl, die packen wir einfach ein. Brauche ich um 5er. Oh, 5er. Morgen kriege ich mein neues Auto. Geil. Ich freue mich. Wir haben das Auto verladen. Wilster Bergaufkleber ist noch drauf. Transponder ist schon ab. Sieht das ganz hier aus. Jetzt müssen wir noch was essen. Ich habe wieder meinen Russenhocken Dennis dabei. Moment. Oh, schwierig. Du musst auch den ganzen Tag, du saßt ja den ganzen Tag im Knacken. War bestimmt viel weniger anstrengend. Können wir kannst kurz mal abschließen einmal hier? Ja, wollte ich gerade einmal, können wir kurz die Hupe hier drauf? Boah, ich hasse das so, ne? Ach, herrlich. Kotzen. Mein Vater, danke, ne? Danke dafür, Markus. Danke, Markus, echt. Markus, ich habe den noch nie Markus genannt, glaube ich. Danke, Vater. Ja, Leute, schneidest du gerade das Video, ist irgendwie gerade, 22 Uhr oder so. Denkst du, okay, machst du gerade fertig, guckst du so, Alter, gar kein Ende. Habe ich einfach aufgehört. An der Stelle, wo ich eben aufgehört habe,
habe ich einfach aufgehört. Perfekt, oder? Ja, deswegen gibt es jetzt hier noch ein Ende. Also, zum Tag, ich weiß nicht, sehen hier irgendwie Spinnenweben gerade oder so? Sieht so aus. Zum Tag, mega geiler Tag. Ich habe echt viele Leute mitgenommen, auch coole Leute, die man so kannte, die ich schon lange durch YouTube, was ich früher mehr geguckt habe, kannte. So ein Moji zum Beispiel, David Bost oder beim Philipp im Golf mitgefahren. Echt richtig, richtig geil. Also war ein mega Tag, hat mega viel Spaß gemacht. Auch die Eindrücke waren super. Auch den Salo mitgenommen. Echt witzig einfach. Einfach ein cooler Tag und cool, dass Philipp mich dazu eingeladen hat, weil ich bin jetzt ja noch nicht so lange dabei bei diesem YouTube-Ding. Und ja, ist natürlich geil, wenn man dann bei sowas mitmachen darf, auch vorbeikommen darf. Schon richtig, richtig cool und hat echt Spaß gemacht. Ich würde mich freuen, wenn ihr jetzt diesem wunderbaren Kanal auch mal ein Abo oder More da lässt, damit das hier noch ein bisschen wächst und wir auch in Zukunft zu solchen Veranstaltungen eingeladen werden. Ja, lasst einen schönen Kommentar da und damit habe ich jetzt das Auto gedreht, bestimmt komplett überbelichtet, weil ich hier jetzt gerade mit einem stockdunklen Auto sitze und mit so einem LED-Ding da drauf auf der Kamera und es komplett hell ist. Also ich sitze hier gerade so heftig im Scheinwerferlicht. Naja, ist wie es ist. Leute, macht's gut und wir sehen uns die Tage.